Ruinen, Bunker, eine alte Brauerei. Die Journalistin Dagny Lüdemann hat sich auf die Spuren eines der faszinierendsten und zugleich geheimnisvollsten Tiere begeben, der Fledermaus. Sie wollte wissen, wo die Fledermäuse schlafen, so der Titel ihrer Reportage, die die Jury des Journalistenpreises Wildtier und Umwelt in der Kategorie Online überzeugt hat. Dafür ist sie in Deutschlands größten Schlafsaal für Fledermäuse hinabgestiegen, in die Brauereiruine in Frankfurt-Oder. Für deren Erhalt arbeiten deutsche und polnische Naturschützer zusammen. Wo einst Bier gebraut wurde, hängen nun Fledertiere von Decke und Wänden. Die Autorin schafft mit Bildern und Worten eine authentische Atmosphäre. Sie bereichert den Text mit aufschlussreichen Fakten und zeichnet ein eindrucksvolles Porträt vom Leben und Schlafen der Familie Fledermaus. Den Fledermäusen beim Schlafen zuschauen, wer hat schon die Chance, das zu tun? Ich hatte das Glück, mit Naturschützern in Deutschland in den Schlafsaal für Fledermäuse hinabsteigen zu können, und zwar den größten Winterschlafsaal für Fledermäuse bei uns in Deutschland, in Frankfurt oder in einer alten Brauerei. Außerdem war ich in Nitoperek in Polen, in Europas größtem Winterquartier für Fledermäuse, in einer alten Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Mein Beitrag über die Fledermäuse in Deutschland und Europa wird dieses Jahr mit einem Preis ausgezeichnet, und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, die Aufmerksamkeit auf diese heimischen Tiere zu lenken, die bei uns in Deutschland und Europa leben. Außerdem hat das Image der Fledermaus in dem Pandemiejahr durch Corona ja doch etwas gelitten, weil viele Menschen erfahren haben, dass Fledermäuse auch Krankheiten wie zum Beispiel Coronaviren übertragen können. Wer allerdings selbst einmal sehen konnte, wie die Fledermäuse wie kleine Wattebäusche in den Höhlen, im Bunker oder in der alten Brauerei überwintern, wird erkennen, dass das nicht nur sehr niedliche Tiere sind, sondern lernt dort auch, dass sie wichtig sind für unser Ökosystem. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Auszeichnung für meinen Beitrag auf Zeit Online. Herzlichen Dank, liebe Jägerinnen und Jäger. Und in diesem Sinne ein Hoch auf die Fledermäuse.